So, jetzt können wir uns einmal ein bisschen in Ruhe umschauen. Was ist denn das da unten? Eine abgetrennte Hand. Oh mein Gott. Eine abgetrennte Hand. Ah, es klemmt. Ich brauche etwas, um es aufzuhebeln. Etwas, um zu aufzuhebeln. Ja, warte, wir haben da einen das Feuerlöscher. Das wird niemals funktionieren. Das habe ich mir schon fast gedacht. Diese Schriftzüge, sollen sie mir helfen oder Angst einjagen? Irgendwas zum Aufhebeln. Achso, das können wir wieder zurückziehen. Da liegt was, gell? Metallröhre. Achso, jetzt ist das Inventar wieder voll. Pass auf, dann legen wir heute mal den Feuerlöscher weg. Und das zeige ich, weiß nicht. Brauchen wir das noch? Es ist aber ein bisschen giftig eigentlich, gell? Gut, die Röhre haben wir. Jetzt schieben wir das Bett wieder zurück. Und schauen mal, dass wir das Gitter da unten aufhebeln können. Ach so, da hängen schon die Ratzen dran. Ja, das ist super. So, und ich würde sagen, die Ratten haben wir weg mit dem Feuerlöscher. So, pass auf. Feuerlöscher. Auf keinen Fall werde ich meine Hand in dieses rattenverseuchte Loch stecken. Ja, noch nicht. Aber gleich. So, und da kriegen wir einen Schlüssel. Gut. Und ich darf mal sagen, der Schlüssel kann da hinten passen. Jetzt nehmen wir natürlich unser Handy noch mit, gell? Und der Feuerlöscher, ich weiß nicht, brauchen wir den noch? Die Tür ist verschlossen. So, pass auf, was da denn? Hindernisparcours. Ein kleines Theater des Grauens. Es reflektiert die Vorgehensweise, die unsere ach so zivilisierte Gesellschaft für diejenigen bereithält, die sie als kriminell erachtet. Zuerst das Gefängnis, dann die Hinrichtungskammer, die zur Erlösung führt. Lassen Sie mich gehen. Ich flehe Sie an. Aber du kannst doch gehen. Du musst nur herausfinden. Beweise mir, dass hinter deinem hübschen Gesicht noch mehr steckt. Na los, liebste Paloma, zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Jetzt wollen wir einmal sehen, ob du den Stuhl finden kannst, der deinem Sinn für Bequemlichkeit entspricht. Neues Einsatzziel. Ja, das Halsband müssen wir noch abnehmen.
Öffnen Sie die richtige Tür im Raum mit dem elektrischen Stuhl. Davor wieder speichern. Also man muss schon sagen, oder? Es hat schon viel mit so gemeinsam, oder? Zumindest kommt es mir so vor. Ein Knopf. Was ist denn da? Jetzt haben wir irgendwas eingeschaltet. Aus diesem Schrank kommt ein elektrisches Summen. Okay, das können wir nicht machen. Ein elektrischer Stuhl auf Schienen. Wie komfortabel. Was war das jetzt? Ach so, jetzt hat sie da drauf gestellt. Jetzt hat sie aber nicht vor, dass sie da drauf sitzt, oder? Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Idee, oder? Dora und die Nummer 216. Dora und die Nummer 2. Olivia und die Nummer 60. Joyce und die Nummer 33. Janet 108. Das ist mein Vorname. Und die Nummer 129. Ja, vielleicht sollte man dann da einige, oder? Wie kommen wir denn wieder hoch? Dieser Sicherungskasten regelt den Strom, der durch den elektrischen Stuhl fließt. Er ist ausgeschaltet. Jetzt, ja, wie komme ich denn wieder runter? Kann ich da irgendwie... Oder muss ich rundum fahren? Dolores und die Nummer 71. Also, das war die Tür, gell? Die war... Verschlossen. War mit unserem Namen. Ja, jetzt befürchte ich, wir müssen dann Strom einschalten. Jetzt haben wir ihn ausgeschaltet. Jetzt können wir wahrscheinlich vielleicht... da ohne. Oder nicht. Jetzt war aber auf der anderen Seite ein anderer Sicherungskasten. Dieser Sicherungskasten könnte mit einem elektrischen Schrank in einem anderen Raum verbunden sein. Das ist auf jeden Fall. Pass auf einmal. Jetzt nehmen wir mal den Schlüssel. Das kann nicht funktionieren. Warum nicht? Dieser Sicherungskasten könnte mit einem elektrischen Schrank in einem anderen Raum verbunden sein. Oder haben wir noch was? Ja, das ist ja wahrscheinlich durchbrennt.
Der Sicherungshaus, Money. So, was sagt er denn jetzt? Es ist zu dunkel. Ich kann überhaupt nichts sehen. Jetzt zeigt's wieder nichts. Ja, ist es der Lichtschalter? Jetzt. Ja, pass auf. Das wird wahrscheinlich der Stromkasten sein für den elektrischen Stuhl. Da haben wir ein Eisendraht. Eine halb herausgeschraubte Glühbirne. Aber sie funktioniert. Den nehmen wir mal mit. Ja, jetzt hat das Instrument des Todes. Hat wieder Saft. Ja, das ist wunderbar, glaube ich. Und wenn wir jetzt dann drauf sitzen, dann kann das eventuell hässlich werden. Pass auf. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Eisendraht irgendwas machen müssen. Irgendwas kombinieren können wir nicht, gell? Ja, dann würde ich sagen, wir sitzen uns wieder da drauf, oder? Aber halt, wir speichern davor. So, nochmal zurück. Und jetzt pass auf, jetzt schauen wir nochmal da rein. Alter, ich mach doch einen Hitdrucker. Das rühre ich nicht an. Das rühre ich nicht an. Jetzt können wir wieder rundum fahren. Ja, pass auf. Jetzt fahren wir mal zu unserer Tür. Das war's nicht, aber die da war's. Das ist mein Vorname. Genau, unsere Nummer. Und die Nummer 129. Können wir denn da jetzt irgendwas machen? Schon, gell? Alter, ich mach einen Hitdrucker. So, also nochmal speichern, heftig. Ich befürchte ja, dass wir uns jetzt gleich unser Hirn aus dem Kopf brutzeln, wenn wir irgendwas da verkehrt machen. Es ist dort schon 129. Alter. Was war's denn das eigentlich? Was passiert denn, wenn ich da drück? Scheinst du deine Elektroschocksitzungen nicht zu genießen? Ach so, da kriegen wir auch nicht gewischt. Mit der Glühbirne können wir nichts machen.
Ja, was ist denn, wenn wir jetzt abstehen? Das ist mein Vorname. Und die Nummer 129. Verschlossen. Achso, da können wir nichts machen. Ja, wahrscheinlich werden wir irgendwie, weiß nicht, 129, keine Ahnung, Volt oder so, oder Watt, oder irgendwas reinhauen. Nur, woher weiß ich das? Jetzt sind wir ein bisschen auf dran. Was passiert denn bei 5? Zumindest lebt es noch. Jetzt Moment einmal, jetzt fällt mir gerade mal schnell was ein. Pass auf. Halt, Moment einmal. Ja, Vicky? Jetzt machst du mit dem Laffer rüber. Das ist mein Vorname. Und die Nummer 129. Jetzt hat. So, pass auf, wo war denn die dir nochmal? Denn mir stellt sich gerade die Frage, können wir mit dem Draht das Ding abnehmen? Wahrscheinlich nicht. Ich muss die Schnalle an diesem verdammten Halsband aufbekommen. Pass auf, jetzt vielleicht. Rot? Rot? Ach so. Ja, Moment einmal. Da war doch eine Kombination, gell? 2, 3, 2, 4. Die kann doch passen, gell? Na, pass auf. Wir nehmen jetzt nochmal den Draht. Und dann brauchen wir da 2. Da 3. Wieder 2 und 4. Ja, jetzt haben wir das Ding los. Und jetzt nichts Besonderes. So, und ich darf jetzt sagen, wir machen eine kleine Pause und beim nächsten Mal machen wir dann da weiter beim elektrischen Stuhl und schauen da irgendwie, dass wir die Tiere endlich aufkriegen. Davor tun wir aber nochmal speichern.